Ab heute testet die Polizei den Einsatz von solchen Elektroschockern, sogenannte Taser. Hessen ist damit das dritte Bundesland, das diese Geräte ausprobiert. Die Frankfurter Polizei benutzt sie im Pilotbetrieb beim sogenannten Überfallkommando. Einsätze könnten glimpflicher ablaufen, denn nach dem Elektroschock sind aggressive Angreifer regungslos und können von Beamten einfacher überwältigt werden. Allerdings sind diese Geräte umstritten und sie tun wirklich sehr weh. Der Schmerz ist groß, aber in der Regel nach einigen Sekunden überstanden. Hier probieren amerikanische Soldaten aus, wie Stromstöße von Elektroschockpistolen wirken. Muskeln erstarren, Beine sacken weg und jeder schreit vor lauter Schmerz. Es ist der Moment nach dem Schuss aus einer Taserwaffe. Ein Elektroschocker, der Drähte mit Widerhaken abfeuert. Sie leiten Stromstöße weiter und sie stoppen Angreifer sofort. In den sozialen Medien sind hunderte solcher Trainingsvideos mit Soldaten und Polizisten zu sehen. Sie richten sich vor allem an potenzielle Täter und sollen abschrecken. Wie funktionieren diese Geräte in der Wirklichkeit, im Alltag? Hessens Polizei probiert sie ab heute aus. Derzeit werden Taser-Geräte nur von Spezialeinheiten benutzt. Wir testen jetzt im Rahmen eines Pilotbetriebes die Wirkungsweise bzw. das Einsatzmittel beim Überfallkommando hier in Frankfurt, um zu schauen, ob das Einsatzmittel sich auch in diesem Bereich bewährt. Wie futuristische Pistolen muten sie an. Sie treffen 10 Meter weit, geben 50.000 Volt ab. 5 dieser Geräte wird das Überfallkommando bekommen. Wenn Beamte beim Einsatz in Wohnungen etwa selbst in Lebensgefahr geraten, sollen sie helfen. Dafür werden die Beamten in speziellen Seminaren intensiv geschult. Und? Im Falle eines Einsatzes wird es auf jeden Fall eine medizinische Erstversorgung geben. Entsprechend wird auch ein Arzt vor Ort sein, der dann prüft, ob eine Vorstellung im Krankenhaus noch notwendig ist. Konkrete Taktiken will die Polizei nicht verraten. Ganz ungefährlich sind Einsätze mit Tasern nicht. In den USA gibt es laut Experten im Schnitt etwa 50 Todesfälle im Jahr. Oft wegen falscher Bedienung der Waffen durch Polizisten. Mediziner wie Katastrophenschutzleiter Latasch aus Frankfurt mahnen die Polizei deshalb zu besonderer Vorsicht. Es bleibt immer so ein Faktor bestehen, dass ich nie weiß, ob ich mit jemandem zu tun habe, der ein existentes medizinisches Problem hat, also zum Beispiel Herzrhythmusstörungen oder ähnliches. Hier kann es tatsächlich durch den Stromstoß möglicherweise bis zum Tod kommen. Doch diese Risiken seien insgesamt eher selten, so die Gewerkschaft der Polizei. Die GdP hatte diese neuen Waffen selbst eingefordert. Mit Elektroschockpistolen könnten Einsätze glimpflicher ablaufen als beim Gebrauch von Schusswaffen. Ich hoffe natürlich und ich denke auch, dass in vielen Fällen sogar vielleicht ein Schusswaffengebrauch mit groben Verletzungen, schweren Verletzungen, vielleicht sogar hin bis zum Tod, dadurch vermieden werden können, dass die Aggressivität und die Straftaten gegen uns Polizeibeamte sinken. Bis Ende 2018 soll der Probelauf mit Taserwaffen beim Frankfurter Überfallkommando dauern. Danach wird entschieden, ob womöglich alle Polizisten mit dieser Waffe ausgestattet werden könnten. Die Spezialeinsatzkommandos nutzen sie schon seit 12 Jahren. Man habe damit bisher nur positive Erfahrungen gemacht.